Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dredge. In der letzten Folge haben wir ja unser erstes Relikt gefunden und haben dadurch vom Sammler eine Fähigkeit bekommen, Eile. Das heißt, wir sind schneller unterwegs, wenn wir das auslösen. Wir haben Schiffswracks untersucht und wir haben jetzt auch das nötige Material, um die Architektin jetzt da zu helfen umzuziehen. Das heißt, wir legen uns jetzt erstmal ein bisschen schlafen, dann tuckern wir mal darüber. So, das reicht. Fisch hat mir kein... Nee, Fisch hatten keine. Wie sah denn eigentlich unser... Ah, wir hatten genau die hydraulische Angelrute für ozeanische Fische zu sammeln. Und wir hatten noch ein bisschen was... Ah, die Gürtelschnalle, die müssen wir auch noch abgeben. Die machen wir, glaube ich, jetzt direkt als nächstes. Hab ich jetzt fast vergessen. Nebenbei können wir noch ein bisschen angeln gehen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Kohle, ne? Erschöpft. Okay, reicht auch schon wieder. Dann geben wir erstmal die Gürtelschnalle ab. Und danach fahren wir mal darüber. So, trauernder Vater. Hallo, alles in Ordnung? Wegen dieser Gürtelschnalle. Dem Mann die Gürtelschnalle geben? Jo. Du gibst die Gürtelschnalle dem Mann. Das ist wirklich seine. Oh, ich danke dir. Du hast ihn mir zurückgebracht. Bitte nimm dies. Ich habe kein Geld, um dich zu bezahlen. Aber das hier könnte wertvoll für dich sein. Wunderbar, ein Forschungsteil. Das nehmen wir doch natürlich mit. Kann ich sonst noch was tun? Nope. Wir gehen... Ah, wir können auch noch unser Schmuck verkaufen. 57, naja, ist jetzt nicht die Welt. Ich habe was erfahren, und zwar findet man auch noch an Schmucksachen so eine Hundemagen. Die soll ich nicht verkaufen. Die brauchen wir später für was anderes. Also, die müssen wir dann aufheben. Ich weiß jetzt zwar noch nicht wofür, da wollte ich mich jetzt nicht spoilern lassen, aber das war schon mal ein guter Tipp. Hoppala. So. Gewitter wieder. Sind die hier richtig? Genau, da müssen wir hin. Oh, hier gibt es hier was zum Bergen. Schmuck, okay. Perlenohrringe, ah ja. Dankeschön. Hier willst du hinziehen. Okay. Materialhaufen. Gut. Dies ist die Insel, auf die du die Materialien für die Architektur liefern sollst. Dann tun wir das mal. Wenigstens wieder ein bisschen Platz zum Angeln. Du hast alle nötigen Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. Machen wir noch früh genug. Wir werden erstmal hier noch ein bisschen was looten. Da ist auch noch ein Schiffswrack. Bretter.
Oh, Vorschussteile findet man auch. Cool. Nehme ich gerne mit. Noch ein Brett, erschöpft. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Okay, die Fische, wenn ich jetzt schlafen gehe, die vergammeln, glaube ich. Oh, ein Kelch. So, jetzt haben wir auch schon 18 Uhr. Ich glaube, hier konnten wir auch pennen. Deswegen machen wir das jetzt auch gleich mal. Oder sollen wir uns noch rüber trauen? Na komm, wir trauen uns noch schnell rüber. Wo bin ich gerade gegengeklatscht? Oh no! Das wird jetzt ziemlich spät. Geht unser Licht schon noch aus. Oh, hier tauchen noch Felsen auf. Ach du Heilige. Ja, unser Auge spielt auch schon verrückt. Hakenkalmar. Tastende Zungen binden sich wild um vergilbte schiefe Zahnreihen. Die oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Lecker. So, jetzt aber wieder zurück. Guck mal, wir sehen schon Felsen, die es eigentlich gar nicht gibt. Oh, ich hoffe, die Reparatur ist nicht zu teuer. So, was haben wir hier? Mission. Ja, ich gehe zu Architektin zurück. Hakenkalmar. Okay, passt alles. So, erstmal zum Fischhändler. Ich habe ein bisschen Stuff für dich. 68,95. Und ja, wir müssen reparieren. Ein Motor ist kaputt. $30. Naja. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das brauchen wir hier gerade nicht. Das können wir später wieder verkaufen. Das packen wir dann erstmal ins Lager, würde ich sagen. Wir können ja erstmal ein bisschen was ansammeln. Wenn wir genug haben, können wir das ja alles auf einmal verkaufen. Poppendog. So, wir haben ja jetzt wieder Holzbretter. Zack. Und das war's erstmal. Gut, dann reden wir mal mit der Architektin. Du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Gut. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Musst du mich schon mitnehmen. Aber wir gehen ja vorher erstmal pennen. So. Ausgeschlafen, geht's weiter. Dann setzen wir die mal ab hier. Fängt da eigentlich automatisch hier noch was oder fängt da nichts mehr, weil es kaputt ist? Okay. Oh, hier haben wir wieder Holzbretter. Und erschöpft. So, setzen wir mal die
Ah, shit, take den da ab. Es blitzt. Aber wo bin ich denn hier von gegen geknallt? Hier ist doch gar nichts. Hm. Ja, ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mir ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit willkommen. Also wir können hier nochmal zurück. Okay. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile raus. Nimm die hier. Die kann man immer gut gebrauchen. Oh ja, 4 Stück gleich jetzt insgesamt. Natürlich kann ich die gebrauchen. Okay, wir legen wieder ab. Schauen uns mal hier mal kurz ein bisschen um. Hier sind noch ein paar Bretter. Ah, Stoff, die brauchen wir auch noch. Stoff, Stoff. Gib mir Stoff. Und da ist schon wieder erschöpft. Kommen wir hier. Oh, warte mal. Da wird jetzt schon wieder brenzlig. So, dann können wir 2 mitnehmen. Ah, wir kriegen noch eins mit. What? Wir haben schon 18 Uhr wieder. Ah Gott. Wie schnell die Zeit rumgeht hier. So, Architektin, ich leg mich mal bei dir schlafen. Das gebe ich mir diesmal nicht. Ah, man kann die aber auch nicht ansprechen. Okay. So, Forschung. Lass mal gucken. Mangrovenküstennähe. Vulkanisch Flachwasser. Oh, das ist eine gute Angel. Aber wir wollten ja auf Motoren gehen, ne? Dass wir ein bisschen schneller sind. Machen wir das einmal. So, Netze. Was haben wir hier Feines? Mangroven, Flachwasser. Küstennähe. Okay. Wir haben noch 2 Stück. Mangroven, Flachwasser, vulkanisch, Küstennähe. Boah, die nehmen aber auch alle viel Platz weg, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Körbe wirklich groß brauchen werde. Deswegen lasse ich die erstmal aus. ...9,5 Knoten für einen Einser. Da wäre es doch praktischer, wenn wir da drauf sparen, ne? Einen setze ich mal rein, dass ich weiß, worauf wir sparen. So, dann legen wir uns nochmal schlafen. Was bollert denn hier? Platz haben wir nicht mehr, ne? Nein, eher wenig. Komische Geräusche hier, ey. Okay, ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt auch mehr auf
Fische gehen, dass wir mal ein bisschen Kohle rankriegen. Ich guck mir jetzt gleich nochmal die Quests an, was wir noch alles offen haben. So, hier gibt's nichts Neues. Fische hatten wir keine. Okay. Dann können wir nochmal auf den Trockendock. $95 könnten wir uns sogar leisten. Da hätten wir Platz wieder für. Ah, für Angel gibt es zwei extra Plätze. Okay, müssen wir uns eh alles holen, damit wir einen neuen Rumpf kriegen, dass wir mehr Platz haben. Deshalb verteilen wir das jetzt mal alles hier, was wir noch haben. Oh. Zwei Motorenplätze. Könnten wir diese kleinen reinmachen. Praktisch, praktisch. Aber wir haben die Kohle jetzt nicht dafür. Da müssen wir erstmal drauf sparen. Und das können wir jetzt nicht nutzen. Okay. Packen wir das noch ins Lager hier. So, Tag ist ja noch jung. Wir gehen noch mal raus, ein bisschen angeln. Ja, mal ein paar große Fische. Oh, eine Trophäe. Nehmen wir. Die nehmen wir auch ganz schön viel Platz weg, ne? Guck mal, was wir hier haben. Schrott. Mitnehmen. Können wir auch nichts verändern. Nehmen wir noch ein paar von den kleineren Fischen mit. So, das war's dann erstmal. Dann kommen wir erstmal wieder rein. Aber wir gehen noch mal raus. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ansonsten holen wir noch ein paar Nachtfische mit. $175. Ja, wunderbar. Wird doch gleich mal ausgegeben. Hier brauchen wir ja noch Teile, ne? Zwei Bretter. Erschöpft, weil
als abends ist. Nehmen wir hier noch ein paar mit. Ein paar ist gut. Ein paar ist gut. Ja, doch, zwei können wir noch mitnehmen. Aus dem Maul dieses brutalen Jägers ragen wildschweinähnliche Hauer. Er ist fast blind und greift wahllos an. Oh, jetzt ist es aber ziemlich dunkel. Wer bist du? Ein Boot? So, nochmal verkaufen hier. 173, wunderbar. So, lass mal kurz gucken. Forschungsteil können wir eigentlich dann noch mit reinmachen. Wir haben keine Aufgabe. Okay. Ist die markiert, die nächste? Bei den Sturmklippen. Okay, das heißt dann wohl, wir müssen als nächstes hier rüber, ne? Versuchen wir mal eine andere Stadt, Dorf, wie auch immer, die Sturmklippen. Das ist dann für die nächste Folge unser nächstes Ziel, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.